Regionalliga West ist manchmal schon mal etwas wild. Und ihr wisst alle, im Wilden Westen ging es immer darum, wer am besten, am schnellsten schießen kann. Und wir finden das heute raus. Jeder Spieler hat 3 Schüsse, der härteste von dem Einzelnen und die härtesten aller 3 Spieler werden jeweils separat eingetragen und am Ende wissen wir, wer in der Regionalliga West den schnellsten Schuss im Wilden Westen hat. Braucht man Können oder braucht man Glück, um den schnellsten Schuss im Wilden Westen zu haben? Bei Oberhausen, da ist das mit dem Glück auf jeden Fall schon mal da, denn darf ich mal zählen? 1, 2, 3, 4. Das sind 4 Blätter am Kleeblatt. Ich glaube, ihr wisst, was das bedeutet. Und damit, glaube ich, kommt es jetzt nur noch auf euer Können an, oder Jungs? Ja, schon. Ja, ich bin gespannt. Sven Kreia, Kevin Lunga, Nico Klaas, die Bühne gehört euch. Zeigt mal, was ihr so drauf habt, wie hart euer Schuss ist. Hast du einen harten Schuss, Kelly? Du fängst ja jetzt an. Ja, ich hoffe, ich treffe das Tor erstmal. Das wäre Grundvoraussetzung, deswegen probier mal, dass du nicht nur hart schießt, sondern auch ein bisschen zielst. Rechts unten ist, glaube ich, eine schöne Stelle. Probier's mal. Ja. 91 ist erstmal ein Anfang. Für den ersten ist in Ordnung, aber ja, der kann mehr, sag ich. Sven, 91, das für dich als Stürmer, du, ich glaube, da hat man natürlich auch in gewissermaßen schon als Grundvoraussetzung etwas härteren Schuss, oder? Man muss ja auch mal in gewissen Situationen den Ball reinzwingen können. Ja, ich glaube trotzdem, dass eigentlich Präzision vor Schärfe genau das Richtige wäre. Aber ja, ich glaube, dadurch, dass man im Training auch relativ häufig aufs Tor schießt, dann entwickelt man automatisch eine stärkere Schusskraft. Damit hast du dir gerade selber Druck gemacht. Gucken wir mal. Ja, ein Mann mit den Oberschenkeln muss jetzt eigentlich über 100. 73, das ist peinlich. Das ist peinlich. Okay, Kevin Lunga, zeig nochmal seine Oberschenkel. 91, hä? Komm Sven, fahr mal daneben. Wir wollen mal gucken, was 73 ist. Was... Ja, ja. Also so sehen ja 73er Oberschenkel aus, so ein 90er. Nico, wie sehen 120er aus? Ja, okay, dann müssen wir erstmal gucken, ob er die überhaupt kriegt. Ui! 91, ja. 91. Ja. Der hatte guten Zug, aber ich glaube, ja, reicht noch nicht ganz für Tabellenplatz 1 am Ende. Aber das Gute ist, die haben ja noch Versuche, also ich glaube, ein bisschen Luft nach oben gibt es bei Oberhausen noch. Sven, dein Versuch gerade der noch schlechteste, nachdem du vorher selber so ein bisschen eigentlich Druck gemacht hast. Jetzt ist Kelly wieder dran. Willst du das einfach mal, ich würde dir das Mikrofon geben. Zeig uns mal, nimm uns mal mit durch Kellys Schuss. Ich wäre mal aus deiner Sicht interessiert, wie das abläuft. Ja, also ich glaube, Kelly hat ja eben erstmal einen schönen Flugball rechts unten versucht, richtig halt reinzuhauen. Je nachdem halt auch einfach die Ecke zu treffen. Ich glaube, Kelly wird es ähnlich versuchen, halt wieder mit einem schönen Flugball, obwohl es ja eigentlich ein Torschuss sein sollte. Schauen wir uns den Schuss einfach mal an und dann würde ich noch mal ein paar Worte dazu wählen. Komm, Kelly. Ja, du darfst, Kelly. Ja, los geht's, Junge. Ui! Ja. Es war ein Flugball einfach in die Mitte. Also vollkommen in Ordnung. Also ich glaube, der Torwart hätte den Ball mit der Brust angenommen, aber es war okay. Also war okay, aber gut. Dein Schuss war immer noch härter als meiner. Wir schauen jetzt mal, ob ich das überhaupt überbiete. Da komm, Sven. Ja. 87. Also du hast ihn auf jeden Fall überboten und deinen ersten auch. Aber ja, trotzdem sehr, sehr enttäuschend. Also eben die Schüsse, die ich hier abgegeben habe, die waren deutlich schärfer und fester als jetzt aufs Tor. Ja, schade. Ja. Aber du hast noch einen Versuch. Also es ist noch nicht alles verloren. Und Nico Klaas, jetzt der Letzte im Bunde für Runde 2. Über 91, sagt er gerade. Gucken wir. 108! Aber immer noch nicht Tagesbestwert, ne? Ja, das wissen wir ja noch nicht, was der Tagesbestwert ist. Aber passt mit der roten Farbe.
Kannst dich schon fast in Ferrari setzen mit solchen Geschwindigkeiten. Ist ein bisschen übertrieben jetzt. Ab 120 würde ich den Spruch gelten lassen. Aber war schon in Ordnung. Okay, also dann fehlt dir noch ein bisschen bis zum Ferrari. Dann ist es momentan eher noch einfach ein rot gefärbter Fiat. Ja, ein Haas. Okay, Runde 3. Rot-Weiß Oberhausen, Kelvin Lunger. Bitte, Kelly. Wie bitte? Mann, ich lass mein Leben da liegen, das Ding ist doch fake. Ich kann doch nicht schlechter sein, mein Erster, ich hab härter geschossen. Ich weiß auch, du, ich steck nicht drin in dem Messgerät. Also. Mein Hüftbürger liegt da noch, ich hab mir alles rausgeholt, du willst mir sagen 80. Ja, okay. Ja, also. Kelvin Lunger total begeistert über seinen letzten Wert. Komm, Sven. 89. Du bist immer noch ein bisschen unzufrieden, ne? Erstmal, wie er angelaufen ist, das sah ja komplett locker aus. Da war ja gar keine Spannung dabei. Weißt du, und dann kommt er auf 89 und ich laufe an um mein Leben und da kommt der 80 bei rum. Das geht. Irgendwas passt da nicht. Das passt nicht. Was sagst du zu Kellys Anschuldigung? Ja. Ist was bei, aber das ist immer, wie man es selber wahrnimmt dann auch. Ne? Also so fest sah das dann auch nicht aus, Kelly. Ne? Also, wenn das alles war, wenn das dein Leben war, was du da gegeben hast, schwer. Der liegt ja hier irgendwo noch. Komm, Nico, du bist dran. Dein letzter Versuch. Oh, 107. 100. Aber ist auch kein Zufall, was riecht ihr euch denn auf? Also ich will ja nichts sagen, aber du hast jetzt zweimal über die 100. Das kann auch irgendwann mal kein Zufall mehr sein. Ne? Komm mal, Kelly, komm mal. Jetzt hat er zweimal über 100 geschossen, ja, und du hast dein Leben bei 80 km/h gegeben. Ja, irgendwas stimmt mit dem Gerät nicht. Ich bin da immer skeptischer. Also mit einem skeptischen Kelvin Lunger und einem zufriedenen Nico Klaas und einem dabei gewesenen Sven Kreier gucken wir jetzt auf die Gesamttabelle, wo sich Rot-Weiß Oberhausen in der Speed Challenge befindet. Mit seinem 108 km/h Kracher hat sich Nico Klaas direkt mal auf Platz 3 zusammen mit Adam Botzek katapultiert. Nicht ganz so rosig sieht es in der Teamwertung aus. Da ist es momentan Platz 6 mit 286 Gesamt-km/h. Also, es war wahnsinnig lustig, dass ihr da wart. Wir hatten sehr, sehr viel zu lachen. Kelly, ja, dein Fazit vom Ganzen. Ja, ich sag mal so, Glückwunsch an Nico. Hast 3 super Dinge rausgehauen. Wie du das gemacht hast, weiß ich auch nicht, aber dafür gratuliere ich dir erstmal und wünsche dir in Zukunft nur das Beste. Dafür hast du mich im Rucksack gehabt beim Lattenschießen. Das wissen wir übrigens auch noch nicht. Also, ja. Du bist so ein Spoiler. Ja, also die Aussage vergessen wir mal kurz. Die muten wir einfach. Wie sich Oberhausen im Lattenschießen geschlagen hat, ja, das seht ihr auch bei uns auf Sport Total. Überraschung, ich habe das Gefühl, dass Kelvin Lunger ein bisschen besser war als Nico Klaas, aber kann auch nur mein Gefühl sein. Ihr findet's raus, wenn ihr auf Sport Total einschaltet. Bis dahin, Jungs, gute Heimfahrt, war schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut, ciao. Ja, also ich würde mir, glaube ich, noch eine Playlist davon anschauen. Ja, ich schaue mir jetzt noch ein Video an. Ja, und du? Was machst du? Abonnieren.